Alexander der Große, die Lichtgestalt im alten Griechenland. Der Königssohn aus dem abgelegenen Makedonien wird zum größten Eroberer aller Zeiten. Damit hat niemand gerechnet, damit, dass jemand versucht, die ganze Welt richtig konkret zu erobern. Und zweitens, dass ihm das auch noch fast gelingen würde. Mit 16 ernennt ihn sein Vater zum Mitregenten. Die Zeiten sind unruhig. Ein Attentat sichert ihm die Königskrone. Und seine Bündnispartner machen Alexander zum mächtigsten Mann Griechenlands. Sein Feldzug gegen König Dareios, den persischen Weltherrscher, gleicht dem Kampf zwischen David gegen Goliath. Doch wie einst Achill, sein Held aus der Sage, ist Alexander fest entschlossen, den Griechen den Sieg zu bringen. Es gibt nur wenige einzelne Menschen, die die Geschichte so stark beeinflusst haben wie Alexander der Große. Es ist Frühling, als Alexander die Meerenge zwischen Europa und der heutigen Türkei überquert. Mit 37.000 Soldaten aus ganz Griechenland. Der Makedone hat einen klaren Auftrag. Seine Gefolgsmänner und er sollen die griechischen Kolonien von den Persern befreien. Sein erster Weg führt Alexander nach Troja. Am Ehrengrab von Achill lässt er seine Waffen weihen. Und er bringt ein Opfer dar. Seit der Kindheit ist der furchtlose Held aus der Ilias Alexanders leuchtendes Vorbild. An Achills Ruhm will er sich messen. Seine Taten sogar noch übertreffen. Der Befreiungskrieg bietet die passende Gelegenheit. Nur braucht der junge König auch den Schutz der Götter. Durch ihren Segen wird der Rachefeldzug gegen die Perser zur heiligen Mission. Bislang ist es aber noch niemandem gelungen, die Weltmacht in die Knie zu zwingen. Schon auf ihrem Vormarsch durch besetztes Gebiet versucht eine Streitmacht, die Eindringlinge mit Gewalt zu stoppen. Vergeblich. 334 vor Christus führt Alexander seine Männer am Fluss Granikos zum ersten Sieg. Am persischen Hof in Babylon hat man den Angreifer aus Makedonien offenbar unterschätzt. Nicht das starke Reichsheer, sondern eine Armee aus Berufssoldaten ist dem Feind entgegengetreten. Großkönig Dareios hat auf sie vertraut. Ein Fehler, wie sich herausstellt. Mein König, ich bitte um Vergebung für die schlechte Nachricht, die ich dir überbringen muss. Alexander hat gesiegt. Wie ist das möglich? Alexander hat zwar viel weniger Soldaten als wir, aber er geht taktisch äußerst geschickt vor und das nicht nur auf dem Schlachtfeld. Wie meinst du das? Er verspricht eine demokratische Verfassung nach dem Vorbild Athens für jede Stadt, die ihm kampflos die Tore öffnet. Und er verspricht allen, dass sie dir keinen Tribut mehr zahlen müssen. Ist das so? Ich habe gehört, er herrsche in Makedonien selbst wie ein König. Von wegen Herrschaft des Volkes, das ist alles Unsinn. Also, was will er wirklich? Die Griechen wollen Rache nehmen für die Zerstörung Athens und die Besetzung Kleinasiens. Alexander aber will noch mehr. Und was? Macht. Er will meinen Thron. So ist es. Du solltest die Verteidigung deines Reiches nicht länger deinen Vasallen überlassen. Wer könnte unser Heer besser führen als du selbst? Er wird es bereuen, dass er den Schoß seiner Mutter verlassen hat. Sammle unsere Truppen. Sag ihnen, ihr König, zieht in den Krieg. Die Macht des Perserkönigs reicht von den Grenzen Griechenlands und dem alten Ägypten bis weit nach Osten, über den Hindukusch
bis ins ferne Indien, ans Ende der damals bekannten Welt. Sein Imperium umfasst drei Kontinente. Mitten im Herzen des Reichs liegt Persepolis, im Süden des heutigen Iran. Persepolis ist zugleich auch das religiöse Zentrum der Perser. Selbst nach über 2000 Jahren vermitteln die Paläste und Tempel noch immer einen Eindruck von der Machtfülle ihrer Erbauer. Reliefs zeigen die vielen Nationalitäten des Riesenreichs. Insgesamt 28 Völker. Darunter Syrer, Ägypter, Babylonier, Griechen, Inder und Araber. Sie alle sind angetreten, um dem Regenten zum Neujahrsfest kostbare Geschenke zu bringen. Für viele sind die Perser ein Vorbild. Sie haben eine politische Ordnung aufgebaut, die ein friedliches Zusammenleben der Länder ermöglicht. Doch es gibt auch Widerstand gegen die Fremdbestimmung, auch von den griechischen Kolonien. Vor ihnen kann Alexander fast immer als Befreier auftreten. In wenigen Monaten nimmt der Makedone die wichtigsten Küstenstädte ein. Und er kontrolliert bereits weite Teile der heutigen Türkei, als er in Gordion sein Winterquartier aufschlägt. Im Tempel bestaunt er den vielgerühmten Wagen des Phrygerkönigs Gordios. Und das soll der Wagen eines Königs sein? Es heißt, er gehörte Gordios, dem König der Phryger. Als die Phryger einen König gesucht haben, befahl ihnen das Orakel, den ersten Mann zu wählen, der ihnen auf einem Wagen begegnet. Und das war zufällig Gordios? So schnell wird man hier also König. Ja, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Siehst du den Knoten da? Was ist damit? Es heißt, wem es gelingt, diesen Knoten zu lösen, wird Herrscher über das gesamte Perserreich. Der Knoten scheint weder Anfang noch Ende zu haben. Die Geschichte vom gordischen Knoten ist nur eine Legende und eine geschickte Propagandamaßnahme. Diese Sache mit dem Schwert, ich meine, die spricht ja nun wirklich für sich. Sie sagt, Alexander, ich mache das auf meine Methode. Alle Leute sind gescheitert, aber ich zeige ihnen, wie man das macht. Mit der Befreiung der griechischen Kolonien ist es nicht getan. Alexander ist versessen darauf, Dareios vom Thron zu stürzen. Der versammelt sein Reichsheer im heutigen Grenzgebiet zwischen Türkei und Syrien. Auch Alexander setzt seine Armee in Bewegung. Doch beide Streitkräfte ziehen aneinander vorbei, ohne sich zu bemerken. Plötzlich stehen die Perser im Rücken und versperren ihm den Fluchtweg. In Issos kommt es zur offenen Schlacht. Der König aus Makedonien gegen Dareios, den mächtigsten Mann der Welt. Und gegen mehr als 70.000 Krieger. Männer! Der Feind steht zwischen uns und unserer Heimat. Wir werden siegen oder untergehen, denn ein Rückzug ist ausgeschlossen. Doch lasst euch nicht vom Glanz und der Größe unseres Gegners blenden. Ich sehe, was ihr seht. Doch keiner von euch sieht es mit meinen Augen. Der Großkönig unterschätzt uns. Also habt Mut. Denn das ist nicht das erste Mal, dass wir vor einer Übermacht stehen. Und es ist nicht das letzte Mal, dass wir siegen! Ja! Großkönig Dareios glaubt an ein leichtes Spiel. Er baut auf die zahlenmäßige Überlegenheit seiner Armee. Der Anführer der Makedonen ist vor allem wagemutig und setzt auf die Schnelligkeit seiner Kavallerie.
333 bei Issos Keilerei. Auf dem berühmten Alexander-Sarkophag ist der Kampf nachgestellt. Der Makedonenkönig ist der Held der Szene. Anfangs gerät Alexander zwar in Bedrängnis, die mannstarken Perser haben zuerst die Oberhand. Doch dann gelingt es dem Heerführer, die feindlichen Linien zu durchbrechen. Dareios schwebt in höchster Lebensgefahr, da Alexander ständig die Elitetruppen rund um den Großkönig attackiert. Am Ende bleibt Dareios nur die Flucht. Die Niederlage der Perser ist damit besiegelt. Die Erfolge Alexanders des Großen liegen zunächst darin, dass er sich zum Teil überraschend verhält. Man könnte fast sagen, das ist wie beim Fußball. Wer nicht mit einer berechenbaren Strategie kämpft, sondern überraschend schießt auch mehr Tore. Insofern ist Alexanders Strategie eigentlich militärisch höchst riskant, scheinbar ohne Überlegung, immer gerade da anzugreifen, wo der Gegner am stärksten ist. Noch aber ist der Krieg nicht gewonnen. Dareios ist noch frei. Er kann durch die Wüste entkommen. Die Makedonen eilen weiter nach Süden. In Tyros rufen die Bewohner zum Kampf auf. Doch wie alle, die Alexander Widerstand leisten, werden auch sie grausam bestraft. Die meisten Verbündeten der Perser aber feiern den Makedonen als Befreier. Auch die Ägypter empfangen ihn mit offenen Armen. Ihre Fehde mit der Weltmacht dauert schon viel zu lang. Wie jeder Grieche bewundert Alexander die alte Hochkultur. Die Herrschaft über das Pharaonenreich verspricht ihm höchstes Ansehen in der Heimat. Nach der Machtübernahme opfert der Makedone den ägyptischen Göttern und befragt das Orakel. Er bekommt, was er sich erhofft. Alexander wird zum gottgleichen Pharao erhoben. Sein Porträt wird sogar in Stein gemeißelt. Die Bestätigung, dass er der rechtmäßige Sohn des höchsten Gottes Amun-Re ist. Bald darauf setzt der neue Pharao ein Zeichen. Er gründet die Stadt Alexandria, erbaut nach griechischem Vorbild. Sie wird zum Symbol seiner Leidenschaft, in den eroberten Gebieten die eigene Kultur zu verbreiten. Insgesamt gründet Alexander mindestens 10 Städte mit seinem Namen. Die Metropole am Mittelmeer ist seine wichtigste und glanzvollste. Dass Alexander Städte gegründet hat, hat zunächst mal eine ganz besondere Bedeutung, weil es zeigt, ihm war es nicht darum getan, irgendetwas mal kurz zu erobern, sondern er wollte eine dauerhafte Herrschaft begründen. Und am besten können wir das nachvollziehen bei der Gründung von Alexandria. Hier hat er schon im Blick die gewaltigen Ressourcen, die Ägypten und der Orient zu bieten hatten, die wirtschaftlichen Ressourcen. Hier wird eine große Hafenstadt geplant, die ja die Welt des Nils, das reiche Ägypten, mit der Welt des Mittelmeers wie ein Scharnier verbindet. Im Frühjahr 331 vor Christus ziehen die Makedonen weiter an den Euphrat im heutigen Irak. Alexanders Vormarsch ist nicht zu stoppen. Von einem Friedensbündnis mit den Persern will der Makedone nichts wissen. Alexanders Armee hat den Euphrat überschritten. Also hat er mein Angebot nicht angenommen. Wie viele Soldaten hat er? Unsere Späher schätzen sie auf 40.000 Mann. 40.000. Wir sind ihm haushoch überlegen. Wir können mehr als doppelt so viele aufbieten. Im September überqueren Alexanders Truppen auch den Tigris. Bei Gaugamela erwartet ihn Dareios. Dieses Mal hat der Perserkönig das Schlachtfeld sorgfältig ausgewählt. Eine weite Ebene, in der sein Reichsheer groß aufmarschieren kann.
Den Quellen zufolge übertrifft die Streitmacht der Perser alles, was Alexander bisher gesehen hat. Das sind mehr als 100.000, Alexander. Warum hast du Dareios Friedensangebot nicht angenommen? Was hat er dir für seine Familie geboten? Alle Länder westlich des Euphrats und 10.000 Talente. Nicht mehr, als wir uns bereits genommen haben. Es ist leicht, etwas anzubieten, was man gar nicht mehr besitzt. Ich hätte sein Angebot angenommen, statt jetzt alles aufs Spiel zu setzen. Wäre ich du, Parmenion, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber so wenig, wie es zwei Sonnen am Himmel geben kann, so wenig kann es zwei Könige geben, die über Persien herrschen. Ach, und ich dachte, es geht hier um Rache für die feigen Überfälle der Perser auf unsere Heimat. Aber darum geht es offensichtlich längst nicht mehr. Du willst es deinem toten Vater beweisen. Du willst größer sein als er, größer sein als alle Helden Griechenlands. Und wenn es so ist? Bisher haben wir nur Länder befreit, die von den Persern unterworfen worden sind. Hier und jetzt stehen wir in ihrem Land und unterwerfen sie. Dann lass uns die Perser überraschen und noch heute Nacht angreifen. Das wäre feige. Ich will den Sieg nicht stehlen. Ich will, dass wir ehrenhaft kämpfen. Aug um Aug, bei Tagesanbruch. Ihr habt's gehört. Schlagt euer Lager auf. Uns steht Großes bevor. Das Superheer von Dareios erstreckt sich über 5 Kilometer. Ein Frontalangriff ist völlig aussichtslos. Also startet Alexander wieder ein Ablenkungsmanöver. Der Makedone reitet zunächst parallel zu den persischen Linien. Gleichzeitig setzen seine Fußtruppen im Zentrum zum Sturm an. Die Perser sollen glauben, dass er über die Flügel angreifen will. Dabei lockt Alexander seine Gegner nur so lange hinter sich her, bis ihre Front auseinanderreißt. Dann macht er mit seiner Kavallerie eine plötzliche Kehrtwendung. Und prescht mit seinen Gefährten in die Lücke im Zentrum, um den Perserkönig direkt anzugreifen. Und auch dieses Mal greift der Makedonenkönig auf die Strategie von Issos zurück. Unermüdlich attackieren er und seine Männer die Truppen rund um den Großkönig. Alexander sucht die direkte Entscheidung. Im Kampf Mann gegen Mann. Dareios! Los! Dareios überlässt seine Truppen dem Schicksal. Sie kämpfen bis zum bitteren Ende. Alexander! Mein Vater braucht dich an der linken Flanke, sonst schirmen die Perser unser Lager. Das kann doch nicht wahr sein, diese alte Narr! Dareios! Durch Dareios erneute Flucht ist die zweite große Niederlage der Perser besiegelt. Es ist das Schlusskapitel seiner Herrschaft. Noch auf dem Schlachtfeld lässt sich Alexander zum neuen Großkönig ausrufen. Und sein Ruf als Friedensbringer eilt ihm voraus. Der Sieg in Gaugamela zeigte der persischen Öffentlichkeit, dass auf die persische Militärmacht nicht mehr zu vertrauen war. Alexander musste ja keine von den großen persischen Städten erobern. Babylon hat ihm die Tore geöffnet, Susa haben die Tore geöffnet, Ekbatana hat ihm die Tore geöffnet. Komm rein, nicht wahr? Hier hast du die Schätze. Als Weltherrscher trifft Alexander in Babylon ein. Seine Ankunft gleicht einem Triumphzug. Babylon ist schon 200 Jahre fest in der Hand der Perser. Damals hat die Großmacht die schönste und größte Metropole des Orients kurzerhand zu ihrem zweiten Regierungssitz ernannt. Unglaublich. Sogar das stolze Athen erblasst beim Anblick Babylons. Größe, Pracht und Luxus sind nicht von dieser Welt, wie es im Gründungsmythos von Babylon heißt.
Nicht Könige, sondern die Götter selbst haben die Hacke geschwungen und die Ziegel gestrichen. Bislang kennen die Makedonen die sagenhafte Stadt nur aus den Erzählungen ihres alten Lehrers Aristoteles. Er hat kein gutes Wort für sie übrig. Alexander hingegen ist beeindruckt. Er will die Stadt sogar noch prächtiger ausbauen lassen. Und er will in Babylon residieren, wie sein Vorgänger Dareios. Er, der König aus dem verfemten Makedonien, steht am Ziel seiner Träume. Er hat Griechenland gerecht und den Sieg gebracht. Sein Lohn ist die Alleinherrschaft über das größte Reich der Welt. Und Aristoteles nennt die Babylonier Barbaren? Weil er wohl nie ihre Stadt gesehen hat. Wenn Barbaren solche Wunder vollbringen, dann will ich gern ihr König sein. Schon bald zieht Alexander über Susa nach Persepolis. In der Perserresidenz wartet der Staatsschatz auf ihn, den er dringend braucht. Die Kriegskasse ist fast leer. Die Soldaten fordern ihren Sold. Für die meisten von ihnen ist Persepolis das Ziel ihrer Mission. Dort soll der Rachefeldzug feierlich beendet werden. Wir haben uns auf dem Schlachtfeld an den Persern gerecht. Lasst uns das Werk vollenden. Mit einer Fackel. Hoi! 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 Alexander! Hoi! 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 Was soll das? Du bist jetzt König von Persien. Wieso willst du deinen eigenen Palast niederbrennen? Vielleicht hat er recht. Was seid ihr für Männer? Ihre Frauen dürfen wir nicht schänden und nun versagen wir uns auch noch ein Freudenfeuer. Seht so eure Rache aus? Mein Sohn, lass es gut sein. Wir haben unsere Mission erfüllt. Wir sollten endlich nach Griechenland zurückkehren. Niemals! Bevor Dareios nicht vor mir im Staub liegt, gibt es kein Zurück. All dies hier ist nichts wert, solange er noch auf freiem Fuß ist. Das Gelage endet in einer Katastrophe. Der Palast brennt fast völlig nieder. Was von den Flammen verschont bleibt, erbeuten die Soldaten. Viel ist über die Tat spekuliert worden. Bis heute bleibt unklar, ob Alexander im Affekt und nur aus Rache gehandelt hat. Es gibt einen in der Literatur immer übersehenen möglichen Grund. Alexander wollte ja nicht Persepolis, sondern Babylon als Hauptstadt haben. Und dann war natürlich ein zweites Zentrum, ein Gefahrenherd, dass sich da ein Gegenpol bildet. Und da sagt er, Schwerpunkt soll Babylon sein und deswegen radieren wir Persepolis aus oder wir schieben es an die Seite. Wenig später ist der Tag gekommen. Der Makedone schickt einen Großteil der Truppen zurück in die Heimat. Allen voran die Soldaten von seinen griechischen Bündnispartnern. Übrig bleiben Makedonen und griechische Söldner. Mit ihnen macht er sich auf die Suche nach Dareios. Die Verfolgungsjagd nach dem Perserkönig endet aber anders als erwartet. Wir haben ihn gefunden. Nach Alexanders Sieg in Gaugamela hat Dareios nicht nur sein Weltreich verloren, sondern auch sämtliche Unterstützung. Er wird verraten und aus dem Hinterhalt umgebracht. Von den eigenen Leuten. Er ist tot. Jetzt hast du, was du wolltest. Es ist Zeit, umzukehren. Ein König soll durch die Hand eines Königs sterben. Seine Mörder stellen nicht nur seine, sondern auch meine Herrschaft in Frage. Sie müssen bestraft werden. Es reicht, Alexander. Du bist König von Persien. Was willst du mehr? Hätten du und dein Vater in Gaugamela mehr Mut bewiesen, so wäre Dareios durch meine Hand gefallen. Ohne uns wärst du nie so weit gekommen. Mach nur weiter so, dann wirst du genauso im Staub enden wie Dareios. Willst du mir drohen?
Zurück oder ich vergesse mich! Es reicht. Keiner stellt mich in Frage. Weder Freund noch Feind. Das ist nicht das erste Mal, dass Philotas sich gegen mich auflehnt. Aber diesmal ist er zu weit gegangen. Philotas ist ein Hitzkopf. Er hat mir sogar verschwiegen, dass meine Soldaten sich gegen mich stellen. Und jetzt weiß ich auch warum. Er ist der Drahtzieher hinter diesem Komplott. Doch das wird ihm nichts nützen. Ich werde ihm zuvorkommen. Alexander, wir kennen uns seit Kindertagen. Wir müssen zusammenhalten. Soll ich warten, bis er mich umbringt, damit ich Gewissheit habe? Er hat gedroht, mich zu töten. Und das ist Hochverrat. Darauf steht der Tod. Alexander macht mit Philotas kurzen Prozess. Er lässt den General und Jugendfreund brutal foltern und hinrichten. Eine Warnung an alle. Ganz gleich, ob Soldat oder engster Vertrauter. Die Botschaft verfehlt nicht ihre Wirkung. Seine Führungsrolle kann der Makedone nur behaupten, wenn er Freundschaft und Feindschaft kalt berechnet. Deshalb befiehlt er eine zweite Hinrichtung. Dann schickte aber Alexander sofort die Killer nach Ekbatana, um auch den Vater Parmenion umzubringen. Nach den Regeln der damaligen Zeit. Denn Alexander konnte und musste wissen, dass das höchste Gebot in solch einem Falle die Rache war. Der Vater hätte den Sohn rächen müssen. Und was der mit seinen Möglichkeiten im gesamten Westen dieses Reiches hatte, das kann man sich ja leicht ausmalen. Der tote Dareios wird auf Anordnung von Alexander ehrenvoll bestattet. Er erhält einen Platz in der Grablege der persischen Könige. Auf seinen Mörder aber wartet die Todesstrafe. Als Alexander ins heutige Afghanistan aufbricht, ist seine Armee auf über 50.000 Mann angewachsen. Darunter viele Volksgruppen aus dem Perserreich. Der Makedone braucht sie, um die Widerstandsnester in den entlegenen Regionen des Weltreichs auszuheben. Doch die blutigen Kämpfe mit den Stammesfürsten reißen nicht ab. Immer wieder muss Alexander Niederlagen einstecken. Dann aber fällt dem Feldherrn eine junge Prinzessin in die Hände. Er nimmt sie gefangen. Es heißt, Alexander habe sich auf den ersten Blick in die schöne Adlige verliebt. Ihr Name ist Roxane, kleiner Stern. Alexander macht sie offiziell zu seiner Frau. Doch wie so oft geht es auch bei dieser Heirat um große Politik. Die Aussicht auf Frieden und die Gründung einer griechisch-persischen Dynastie. Diese Heiraten zwischen Griechen und Persern hat es vorher natürlich auch schon gegeben, aber nicht auf der Königsebene. Und das ist also sensationell von Alexander, dass er keine Griechin sich als Ehefrau aussucht, was er hätte tun können. Und was auch erwartet worden ist, so wie sein Vater in der zweiten Ehe eine Griechin heiratet, sondern nun ganz demonstrativ, jetzt heirate ich eine persische Prinzessin, dass alle Leute sehen, ich bin eben der neue persische Großkönig. Ohne zu zögern übernimmt Alexander die persischen Sitten und Gebräuche. Auch Kusshand und Kniefall erwartet er, selbst von seinen eigenen Landsleuten. Hinter der Forderung verbirgt sich kein Größenwahn, sondern die Überlegung eines Machthabers. Alexander muss die Verachtung der Perser fürchten, wenn er als ihr Herrscher auf orientalische Ehrenrituale verzichtet. Für seine Gefährten aber sind sie eine Zumutung. Sie sind einen anderen Umgang mit ihrem König gewohnt. Kleitos, der Alexander schon einmal das Leben gerettet hat, verweigert die Unterwerfungsgeste. Willst du mir keinen Respekt zollen? Doch. Aber ich knie nur vor Göttern. Ich bin göttlicher Abstammung. Meine Taten überstrahlen die des Herakles und Achill. Und wenn schon,
Du bist auch nur aus Fleisch und Blut, wie wir alle. Wir haben Seite an Seite gekämpft und gemeinsam Sieg um Sieg errungen. Und jetzt verlangst du, dass wir vor dir niederknien? Ich bin der Großkönig. Ich verlange nur den Respekt, der mir gebührt. Du behandelst uns wie diese persischen Barbaren! Du vergisst, wer deine Freunde sind. Ich habe euch mehr Ruhm und Reichtum beschert, als ihr euch je erträumt hättet. Ruhm? Den Ruhm, den wir alle verdient haben, den willst du jetzt für dich allein? Zweck. Und dein Gold reicht nicht aus, um dir den Respekt zu kaufen, den du mit deinen barbarischen Sitten verloren hast. Schweig, schweig. Ich hab gesagt, dass du schweigen musst! Ein Mord aus Leidenschaft. Geschehen während einer der berühmt-berüchtigten Trinkgelage der Makedonen. In einem Streit um Rang und Ehre gehen Alexander und Kleitos aufeinander los. Wahrscheinlich im Rausch. Ich glaube, dass die Tötung des Kleitos in der Tat eine Affekthandlung war. Die beiden waren sich persönlich ganz eng verbunden. Kleitos gehörte zu den engsten Freunden. Und ich denke, in dieser Rage tötete Alexander den Kleitos, was er dann hinterher ernüchtert, zutiefst bedauert hat. Aber der Mensch war tot. Nur wenige Wochen später scheint alles vergessen zu sein. Und bald darauf ist der Herrscher schon wieder auf Erkundungstour. Er hat von einem alten Bergpass gehört, den auch Händler benutzen. Alexander verfolgt seit langem den Plan, sein Imperium weiter nach Osten auszudehnen. Die Route soll ihn über die Grenzen des heutigen Afghanistan führen. Seine Leute hat der Makedone darauf eingeschworen, ihm zu folgen, auch bis ans Ende der Welt. Dorthin, wo noch kein Grieche je war. Der Weg führt entlang des Hindukusch-Gebirges in über 1000 Meter Höhe. Dahinter liegt ein Land, das noch nie erobert wurde. Weißt du noch, was Aristoteles uns von diesen Bergen erzählt hat, als wir Kinder waren? Nein, ich erinnere mich nicht mehr. Er nannte sie Gipfel, die kein Adler überfliegen kann. Und dahinter ist das Ende der Welt, Hephaestion, das kein Grieche je gesehen hat. Ich gebe Befehl zum Abmarsch bei Tagesanbruch. Gegen Mittag sollten wir den ersten Pass bezwungen haben. Nach vielen blutigen Kämpfen und unfassbaren Strapazen fordert Alexander das Schicksal erneut heraus. Spätestens dann, wenn das Perserreich erobert ist, allerspätestens dann, kann man sagen, gut, jetzt ist Griechenland gerecht. Aber der spannende Punkt ist der, dass Alexander dann nicht bremst und dann nicht umdreht. Das ist den Zeitgenossen schon rätselhaft erschienen, die der Meinung waren, es sei Pothos, die Sehnsucht, die Alexander antriebe. Das Ende der damals bekannten Welt. Die Griechen glauben, es liege in Indien. Das exotische Wunderland soll direkt an den Weltozean stoßen, der um die ganze Erde fließt. Doch der Globus ist viel größer, als die antiken Gelehrten immer vermutet haben. Angeblich wagen 135.000 freiwillige Soldaten den gefährlichen Weg über den Khyber-Pass nach Indien. Das Hauptheer ist inzwischen mehr als doppelt so groß wie zu Beginn des Feldzugs. Im Frühling 326 vor Christus erreicht der Tross das Indus-Tal im heutigen Pakistan. Die Hitze und das feuchte Klima machen der Armee schwer zu schaffen. Die Tierwelt ist exotisch und voller Moskitos.
Der anhaltende Monsunregen hat den Boden in undurchdringliches Marschland verwandelt. Die Natur ist aber nicht die einzige Herausforderung. Am Fluss Hydaspes stellt sich der indische König Porus den Eindringlingen entgegen. Mit einer ebenbürtigen Armee und mit Kriegselefanten. Das Gemetzel ist blutig und steht lang auf Messers Schneide. Am Ende können die Eroberer aus dem Westen den Sieg für sich ausmachen. Es ist die letzte große Schlacht, die sie schlagen. Alexanders Armee ist am Ende ihrer Kräfte. Und er selbst erlebt den schwersten Verlust seines Lebens, wie es heißt. Bukephalos, sein geliebtes Pferd, ist aus Erschöpfung gestorben. Sein Tod soll Alexander das Herz gebrochen haben. Doch trotz der Rückschläge will der Makedone weiterziehen. Nach 8 Jahren und knapp 18.000 Kilometern aber haben seine Männer genug vom Krieg. Sie meutern und wollen endlich zurück nach Griechenland. Und? Wie hast du dich entschieden? Wir sind so kurz vom Ziel, Hephaistion. Das Ende der Welt. Wir können es mit eigenen Augen sehen. Das ist eine Heldentat, die keiner jemals übertreffen kann. Unsere Namen werden unsterblich sein. Ich verstehe dich, Alexander. Und du weißt, ich bin dir treu gefolgt. Aber ich sage dir jetzt, du wirst deine Männer nicht davon abbringen können, umzukehren. Sie werden sich gegen dich stellen, wenn du sie zwingst. Sie sterben lieber hier, durch deine Hand, als dir ans Ende der Welt zu folgen. Achill und Patroklos, erinnerst du dich? Wir wollten sein wie sie. Wir waren wie sie. Wir haben sie sogar übertrumpft. Sie beide sind im Kampf gefallen. Das war ihr Schicksal. Und sie haben es herausgefordert. Und wir? Was steht uns bevor? Ein Leben am Hof, umgeben von Schmeichlern und Speichelleckern. Im weichen Schoß edler Frauen und auf langweiligen Jagdausflügen? Das ist es, was uns am Hof bevorsteht, Hephaistion. Willst du das? Alexander! Du bist der Herrscher eines Weltreichs. Du hast es vom Rücken eines Pferdes aus erobert. Aber du kannst es nicht vom Rücken eines Pferdes aus regieren. Du kannst nicht ewig Krieg führen. Und wenn du das tust, wird dein Reich nicht von Dauer sein. So kurz vor dem Ziel fühlt sich Alexander im Stich gelassen. Doch schließlich befiehlt er den Heimmarsch. Wenn Sie 70 Tage lang täglich Regen haben, dann haben Sie keine Lust mehr weiter zu marschieren. Und dann hat Alexander ja diese geniale Idee, dass er sich erst verschließt in seinem Zelt. Er trotzt. Sitzstreik. Und dann, wie er merkt, die Leute geben nicht nach, werden die Götter befragt. Und die Götter werden befragt durch die Priester. Und die Priester wissen, was die Götter wollen. Und die Priester sagen, tut mir schrecklich leid, König, die Götter sind dagegen. Dann sagt Alexander, wenn die Götter das nicht wollen, dass ich weiter, dann muss ich zurück. Für den Rückzug wählt er allerdings eine neue Route. Er selbst fährt mit einer Flotte auf dem Indus bis zum Indischen Ozean. So hat er doch noch das Ende der Welt erreicht. Dann teilt er die Armee. Die Schiffe sollen den Seeweg nach Persien erkunden. Alexander aber nimmt mit seinen Truppen den Landweg. Die Soldaten müssen durch eine der unwirtlichsten Regionen der Erde. Der Zug durch die gedrosische Wüste wird zum Todesmarsch. Als Alexander endlich in Babylon ankommt, hat er mehr Männer verloren als in jeder Schlacht. Und die Rückschläge reißen nicht ab. Hephaistion, sein engster Freund, ist schwer erkrankt. Wahrscheinlich an Malaria.
kannst mich jetzt nicht alleine lassen. Komm, wir haben noch viel vor. Ich bin Patroklos. Und du bist Achill. Ich muss vor dir sterben, mein Freund. So steht es in der Ilias. Doch anders als in der Sage ist Hephaistion nicht auf dem Schlachtfeld gestorben. Der gemeinsame Traum vom Ruhm durch den Heldentod hat sich nicht erfüllt. Die Trauer um seinen treuen Gefährten nimmt überwältigende Ausmaße an. In Babylon lässt er dreitägige Leichenspiele ausrichten, so wie es Achill für Patroklos getan hat. Kaum ein halbes Jahr später erkrankt auch Alexander schwer, mitten in der Vorbereitung für einen neuen Feldzug nach Arabien. Es gibt Gerüchte, dass Gift im Spiel sei. Doch wahrscheinlich hat auch ihn das Wechselfieber befallen. Der Herrscher ist dem Tod näher als dem Leben. Am Hof wachsen die Sorgen um die Zukunft seines Weltreichs. Zwar trägt Roxane seinen Sohn unter dem Herzen, aber Alexander hat noch keinen Nachfolger genannt. Alexander. Wer soll dein Imperium regieren? Der Mächtigste unter euch. Am 10. Juni 323 vor Christus stirbt Alexander der Große. Über die Nachfolge bricht in Griechenland ein erbitterter Streit aus. Das Imperium, das er geschaffen hat, zerfällt innerhalb weniger Jahrzehnte. Aber es ist ihm gelungen, die griechische Kultur über drei Kontinente bis nach Indien zu verbreiten. Und er ist der erste europäische Weltherrscher der Geschichte. Sein Leichnam wird in Alexandria beigesetzt, in der Stadt mit seinem Namen. Wo genau? Ist in Vergessenheit geraten. Das Alexanderbild vom heldenhaften Eroberer hat er maßgeblich selbst geprägt. Den Ehrentitel der Große verleihen ihm aber erst die Römer. Seine Legende schreiben andere fort, über Generationen und Grenzen hinweg. Was bleibt, ist die Faszination für einen Menschen, der die Welt verändert hat.